Heute Morgen habe ich mich einmal auf den Weg gemacht, etwas, zumindest Richtung Tramuntana-Gebirge zu fahren. Dort hinauf macht wenig Sinn. Aus der sicheren Entfernung den Schnee anschauen. Und von hier sieht das einfach, ja, richtig klasse aus. Ich bin in der Nähe von Santa Ponsa. Beste Sicht auf den Putsch de Galazzo. Und das hat aber mein Mallorca-Herz geweckt und ich möchte mir mehr davon ansehen. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, um ein paar mehr Berge anzuschauen. Und ich freue mich, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Dieses hier sind die beiden östlichsten Berge des oder hohen Berge des Tramuntana-Gebirges, die Schnee tragen. Und ich mache mich auf dem Weg zumindest Richtung Soia, nach Soia reinfahren oder gar nach Valdemossa, wo viel Schnee lag, werde ich nicht. Das können auch die letzten Schneeboten jetzt gewesen sein. Die Temperaturen auf Mallorca steigen an. Ja, viel Spaß erstmal bei der Fahrt. Die Regenzeit ist auch vorbei, also 2 Tage sind überstanden mit viel Regen und jetzt geht es bei blauem Himmel und wenig Wolken Richtung Palma. Viel Spaß bei der Fahrt und ich hoffe, wir haben einigermaßen guten Verkehr. Das ist am Tage der Balearen. Auf Mallorca, die meisten Geschäfte haben geschlossen. Wer mit Tourismus zu tun hat, hat geöffnet, die Restaurants selbstverständlich auch. Hier fahre ich übrigens auf der Ringautobahn. Am Mittwoch war der Paseo Marittimo noch geschlossen, weil dort gab es einen Straßeneinbruch oder wahrscheinlich sogar mehrere Straßeneinbrüche, sodass das eigentlich die einzige Verbindung im Moment ist, auch Richtung Flughafen. Und von hier oben sollte man auch nach Palma hineinfahren und den Bereich am Meer deshalb meiden, der Marittimo Paseo, der wird ja eh gerade umgebaut und dort gibt es erhebliche Verkehrseinschränkungen. Selbst wenn der Verkehr wieder läuft, darf man nur 30 km/h fahren. Viele Ampeln, viele Stops, also diesen Weg einschlagen und dann geht es hier gleich für mich Richtung, zunächst Richtung Valdemossa und dann Richtung Soia und dann möchte ich von dort ein paar schöne Aufnahmen einfangen. Und von hier haben wir schon die Draufsicht aufs Tramuntana-Gebirge. Sagenhaft, blauer Himmel, ein paar weiße Wölkchen und dann die schneebedeckten Berge. Das ist wirklich ein Traum. Das erlebt man auf Mallorca nicht so oft, dass der Putsch Mayor mal ein bisschen schneebedeckt ist.
das gibt es schon öfter, aber alle anderen, dass die so viel Schnee tragen, das ist, wie gesagt, selten. Und deswegen fahre ich hier mal die Strecke weiter und wir schauen mal, was uns hier so erwartet.
unzählige große Autos mit dem Stern kommen mir entgegen, wo immer die auch hinwollen. Es findet ja gerade ein Kongress hier statt, ein Mercedes-Kongress. Ich denke, dort werden neue Autos vorgestellt in dem Kongresszentrum in Palma. Oh, da konnte ich abends immer mal von außen reingucken. Sah toll aus. Ja, toll aus ist das Stichwort. Hier ist eine Riesenpfütze und die ist tief. Das kann ich schon sehen, wie das Wasser dort spritzt. Hier sehen wir die ganzen Sternautos, die hier an mir vorbeifahren. Manche mit einem richtig tollen Soundsystem. Vermute mal, dass sie Richtung Valdemossa fahren. Kann's aber nicht genau sagen. Oder sie machen nur eine Rundreise. Ja, umkehren oder durchfahren. Einige kehren hier um, fahren nicht dadurch. Ich entscheide mich für die Risikovariante. Ich fahre da durch. Der nicht. Der kehrt um. Junge, Junge. Da hat sich Wasser von den Regenfällen angesammelt. Bedächtig, aber mit Schwung geht's für mich jetzt da durch. Der hat sich festgefahren im Wasser. Muss rausgeschoben werden. So, boah, das steht bestimmt 30 cm hoch hier. Man sieht das hier am rechten Rand, wie es spritzt. Geschafft. Ist nochmal gut gegangen. Kleine Unterbodenwäsche. Es geht jetzt weiter, nachdem ich erst Richtung Valdemossa gefahren bin, noch ein Stück Richtung Soja. Da versuche ich ein paar Bergspitzen noch aus der sicheren Entfernung zu sehen. Und ich versuche auch den Puig Major, den höchsten Berg von Mallorca im Tramuntana-Gebirge, noch ins Visier zu nehmen.
werde jetzt den einen oder anderen Zwischenstopp machen. Einen jetzt hier mal, um das Ganze ein wenig ran zu zoomen. Das ist die Blickrichtung Soja. Zum Skifahren reicht es wohl nicht. Und dort hinten, der ist noch mal näher dran. Da sieht man so, ja, viel ist es wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das heute im Laufe des Tages auch schon weggeschmolzen. Denn heute bekommen wir hier zwischen 13 und 15 Grad. Dort oben ist es sicherlich einige Grade kühler. Einstellig auf jeden Fall. Aber es taut halt weg. Der nächste Zwischenstopp. Bin noch ein Stück nördlicher jetzt. Von hier noch mal eine bessere Aussicht. Noch mehr Schnee dort oben drauf. Da nicht so, aber da hinten liegt jede Menge. Man fühlt sich wie in den Alpen. Und hier der nächste Zwischenstopp. Ich bin jetzt Richtung Alcudia unterwegs und kann das zeigen, was hier auf den Bergen liegt. Dort ganz besonders viel. Da sehen wir auch den Putsch Major. Und da rechts noch viel mehr Schnee. Wahnsinn. Werde jetzt noch ein letztes Bild einfangen. Fahre dafür noch mal ein kleines Stück weiter. Von hier sieht man so die höchsten Berge des Tramuntana-Gebirges so als Kette. Wirklich faszinierend. Ja, und die letzten fange ich jetzt hier ein. Das ist wirklich der meiste Schnee, den man hier sehen kann auf Mallorca. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer weiß, wann es das wieder gibt. Ich sage für hier und heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Servus, euer Jörg.